Eine Viertelstunde später liegt das Schiff auf Reede und die Tenderboote bringen die Passagiere zum kleinen Hafen der Insel Port Elizabeth. Der malerische Hauptort der Insel hat gerade mal 840 Einwohner. Da fallen ein paar hundert Landgänger vom Schiff schon auf. Sie haben nur ein paar Stunden Zeit. Und die wollen Christine und ihre Mutter Karin sinnvoll nutzen zum Shoppen. Oh, schau mal, da gibt es ein paar Stände. Ein Markt, ein kleiner. Ein Sonntagsmarkt. Im Schatten vor allen Dingen. Ja, das ist angenehm. Da können wir ja mal ein bisschen stöbern, weil wir brauchen ja noch ein paar kleine Souvenirs. Das ist genau die Einstellung, die die Einheimischen an den Touristen so lieben. Das war eine Kokosnuss, ja. Weil, wie gesagt, ich habe bis jetzt von jedem Ort, wo wir waren, was mit heimgenommen. Das sind meine Farben. Das ist meine Farbe. Ich habe einen Orangestick. This is the shark. Shark. Hai. Shark. Das ist vom Hai. Vom Hai. Die Knochen. Shark bone. Cool. Knochen. You know the shark? Ja, vielleicht strahle ich jetzt Hai-Temperament aus. The bone, the back. Ah, die Rückenknochen. Also er meinte, 12 US-Dollar kostet. Eine Haifischkette hat nicht jeder daheim. Nee. Vielleicht werde ich noch zum Haifisch. Bitte schön. Okay. Ich kaufe dir, ja? Ich lasse gleich drum. Auch Kapitän Hansen und Ehefrau Waltraud sind an Land gekommen. Und das hat einen guten Grund. Heute ist höchst ein Modellschiffsbauer hier. Da gibt es eine Werkstatt, wo die bauen Schiffsmodelle. Aber Waltrauds Enthusiasmus für Schiffe hält sich in überschaubaren Grenzen. Deshalb bummeln die beiden auch noch gemütlich durch die Hafenstadt. Das Backyard ist nicht so groß. Und meist ist lokalisiert hier in Admiralty Bay. Und ich glaube, jeden kennt jeden hier. Und jeder erkennt, wer hier Tourist ist und noch ein kleines Souvenir kaufen möchte. Viele in liebevoller Handarbeit gefertigt, aus Materialien, die die Natur hier verschenkt. Diese Segelboote zum Beispiel wurden aus Kokosnüssen hergestellt. Ja, wie genial! Ist das ein Boot? Komm, halt mal. What is it? Coconut. Ja. Ah. Ah, genau, von den Palmen. Schau mal nach oben, diese Dinger da. Das ist der Basket. Und das auch, ja? Nee, nein, nein. Ein Korb. Ein Korb, ein Korb. Hansen hat eine andere Kategorie Segelboot im Visier. Hier ist das Geschäft des Bootsbauers. Du weißt, du hast nur zwei zum Bauen zu Hause. Zwei Bausätze. Ja, aber den ist fertig. Ja, aber das eine, was wir haben, ist auch so groß. Er ist ein heilloser Sammler von so Modellschiffen. Und mittlerweile weiß ich nicht mehr, wo ich das überall aufstellen soll. Ich kann bald selber einen Laden aufmachen damit. Siehst du die Taillen hier? Und das ist mit Edelholz gebaut. Und ich glaube, das ist wirklich Handarbeit auf der Feineste. Jeden Detail. Hier in der Mast und auf Deck, schön lackiert. So, das fasziniert mich, der Handarbeit. Eine alte Tradition auch. Das ist ja eine zum Ausstellen, so ein Haus, so ein Modell. Und ich habe nur ein paar zu Hause. Ich glaube, ein Nock gehört dazu. Das sieht Waltraud anders. Das sind die Kleinen. Können wir bei den Kleinen bleiben, das bitte? Das ist so klein. Aber wir haben zwei so große zu Hause. Bei den Kleinen, die kann ich besser unterbringen. Waltraud hat Erfahrung mit zwei Kindern. Ein bisschen wie im Spielwarengeschäft schafft sie es, die Bedürfnisse zu lenken. Schaut sie, das ist so klein. Ja, aber für die Großen ist kein Platz. Wo willst du das hinstellen? Das ist auch cool. Das ist auch ein Whaling Ship. Ja. Die Überzeugungsarbeit der Gattin zeigt Wirkung, denn zu Hause hat sie das Ruder in der Hand. Sieht aus, als könnte der Kapitän auf sein neues Schiff noch lange warten. Du musst nicht alleine fahren. Ja, ja. Okay, okay, Marvin. I see you. Mitten in der Karibik steht Küchenpraktikantin Lisa in der Bordküche
schneidet kiloweise Käse in dünne Scheiben und ist gut gelaunt. Heute ist wirklich so ein Tag, da fühle ich mich mal so richtig munter. Kann Lisa die vielen Käsescheiben, die jeden Tag durch ihre Hände gehen, noch zählen? Ich habe keine Ahnung, wie viele Käsescheiben ich schneiden muss. Ich weiß immer nur, dass ich einen Block Käse, so einen großen Block, schneiden muss und davon 4 Stück. Dann reicht das für den ganzen Tag. Aber nur für Mittagessen und Abendessen. Und dann kommt noch Käse für Mitternacht. Ich weiß es nicht mehr. Ich sehe nur noch Käse schneiden, schneiden, schneiden und auflegen. Lisa ist fast immer gut aufgelegt. Sie schafft das durch eine Art Trance-Zustand, der Trennung von Geist und Körper. Ich weiß, wie es geht und kann einfach auch mal die Gedanken ganz weit schwellen lassen, wenn ich gerade am Schwimmen bin in meinen Gedanken. Also man hat auch manchmal was anderes im Kopf und kann dann zu Hause denken, ist eigentlich ganz einfach, weil ich immer jeden Tag weiß, was ich machen muss. Und ich muss mich nie auf was Neues einstellen. Ich kann jetzt so ein bisschen zur Ruhe kommen und immer das machen, was ich jeden Tag mache. Und das ist vor allem Käse. Als sie die Boote hinter sich gelassen haben, treffen Morten und Waltraud Hansen einen Straßenmusiker, der früher mit seiner Ukulele durch die ganze Welt getingelt ist. Er spielt für sie den Backway-Song, das Lied seiner Heimat. I have no regrets for nothing I've done. Lake Placid, New York and Naples was fun. But this is my home, this is where I belong. Alles klar. Alles klar. Kein Problem? Kein Problem. Das ist eine Person, der war viel unterwegs mit seiner Musik. Gitarre, Harmonika, 19 Jahre. Ja, Südamerika, Amerika. You went Island. To Europe? Luxembourg. Luxembourg. Well, I'm sad to say I'm on my way. I won't be back for many a day. My heart is down and my head is turning around, 'cause I have to leave a little girl in Kingston Town. Whee! It's been a lot of fun. Thank you very much. Danke. Während die Hansens Einheimische kennenlernen, nähern sich Christine und ihre Mutter Karin mehr den einheimischen Getränken. Oder was man dafür halten könnte. Danke. Also ein Pina Colada, also ohne Alkohol. Prost, auf die schöne Insel. Auf diese wunderbare Insel. Oh ja, der Urlaub schmeckt genauso wie dieser herrliche Pina Colada ohne Alkohol. Auf dieser wunderschönen karibischen Insel. Das muss ich echt sagen, es ist so toll hier. Ich habe hier auf dieser Insel meinen Platz gefunden. Das ist hier in den Sessel, ein lecker Getränk. Und ich lasse es jetzt einfach alles auf mich einwirken und möchte einfach die Augen schließen, den Wind und das Meer rauschen hören. Also ein Ohren- und Augenschmack. Den niemand verpassen sollte, der diese Insel anfährt, findet Karin Link. Aber wer aus welchen Gründen auch immer aus einem Liegestuhl an Bord nicht herausfindet, soll trotzdem etwas vom exotischen Karibik-Flair haben, findet Hotelmanager José Brass. Wir wollen etwas Neues für die Passagiere geben, etwas Frisches. Und wir haben gestern so viele Früchte bekommen und wir sind in Karibik. So haben wir alle zusammen die Idee gehabt, ein Coco Loco Boco oder sowas ähnlich machen. Und dass es kein Coco Loris wird, dafür sorgen Lisa, José und Restaurantleiter Lars. Wir machen hier so einen speziellen Fruchtcocktail mit einer Kugel Eis obendrauf und zum Schluss noch ein bisschen Malibu on top und das als neckisches Dessert. Einfach so. In der Karibik ist einfach jeder beschwingt. Kapitän Hansen und seine Frau Waltraud kommen mit einer einheimischen Familie ins Gespräch. Beide sind von dem süßen Baby angetan. Hey, Min. Yeah. Are you so thirsty? Are you thirsty? Cool. Nein, das ist so süß. Waren das noch Zeiten, wie unsere so klein waren? I'm really a captain on that ship. Morten Hansen liebt es, wie zwanglos man in diesen Breitengraden mit den Menschen in Kontakt kommt. Okay. Nur mit offenen Armen reingehen und Hallo sagen. Von mir ist jedem gleich eingelegt. Wir sind nur Menschen, jeden haben seine Kultur, ich habe meine Kultur. Und wir treffen hier im Becken. Und
Alles cool, alles cool, Mann. Alles gut, alles gut. Der norwegische Walösterreicher und der karibische Rastafari schwingen auf einer Wellenlänge. Aber schon nach 4 Stunden müssen alle Inselbesucher wieder auf das Tenderboot. Die kleine Insel mit ihren insgesamt 5000 Bewohnern auf 18 Quadratkilometern hat alle Gäste in wenigen Stunden bezaubert. Einen persönlichen Erfolg kann Waltraud für sich verbuchen. Kein weiteres Modellschiff. Die Küchencrew hat daran gearbeitet, den Abschied von der Trauminsel so geschmackvoll wie möglich zu gestalten. Kommen Sie bitte mal her. Ja. Österreichischer Kollege. Mikrofon. So, was ist Ihr Name? Hallo. Ich glaube, jeder muss so einen Knall haben, damit er auf dem Schiff arbeitet. Ich pass gut hin. Ja. Das Kreuzfahrtschiff ist heute voller gut gelaunter, übermütiger und hungriger Menschen, die jetzt alle nur eines wollen. Danke. Dieses Coco Loco Boco ist ein Traum. Ich glaube, das liegt auch mehr an den Männern, die dahinter liegen, nicht nur an dem, was das da gibt. Die grinsen nämlich die ganze Zeit, da kommen ganz viele Damen. Hoffentlich kommen die immer zu meinen Früchten. Grinsen und gute Laune versprühen kann Lisa aber auch. Küchenchef Peter Schulze kümmert sich ums Barbecue. Jawohl, das ist doch was Feines hier. Und Restaurantleiter Lars Gröning, sonst immer in Weiß, zeigt seine farbenfrohe Seite. Coco Loco Party läuft heute hier, der Hammer, das ist der Wahnsinn. Also ich glaube, die Leute essen heute alle das Dessert zuerst, in Stil auf dem Hauptgang hier. Die Wahrheit ist, sie fangen mit dem Dessert an, essen den Hauptgang, nochmals das Dessert und jammern dann über ihre Pfunde. Eine Stunde später. Die Schiffsdieselmotoren laufen warm, die Brückenbesatzung ist vollzählig, die Anker werden gelichtet. Kapitän Hansen hat den Landgang genossen. Wir haben eine sehr interessante Menschen getroffen und meine liebe Waltraud, du hast wirklich auch gespürt, diese karibische Flair und freundliche Menschen und farbenfrohe Menschen. Auch Karin und Christine fällt es schwer, sich von der kleinen Insel zu trennen. Liebe auf den ersten Blick. Ich habe mich verliebt in diese Insel sofort. Ich bin richtig traurig. Denn in 2 Tagen geht die Kreuzfahrt für die beiden in Venezuela zu Ende. Wir kommen wieder. Das Ende der Reise sehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Also weinen deshalb, weil es wirklich schon sehr, sehr schön war. Also man hat hier wirklich extrem viel erlebt. Die Karibik war einfach traumhaft schön. Also war für mich das Beste der Reise, hat alles getoppt. Sogar noch Brasilien, was ich am Anfang gar nicht so erwartet habe. Mit Brasilien verbinde ich viele Abenteuer, Boi Bumba, total bunt, viele nette Menschen. Also es ist wahnsinnige Impressionen, Gefühle, Eindrücke, gute, abenteuerliche, romantische. Und der Höhepunkt für Christine, vor den Augen von Schlagerstar Christina Bach hatte sie einen Auftritt als Sängerin. Ich glaube, nach so einer Reise weiß man dann auch immer, dass daheim noch viel, viel mehr zu schätzen. Also das, was man alles hat und sowieso natürlich auch auf die Menschen, also auf meinen Papa, auf meinen Freund. Darauf freue ich mich schon sehr. Auf Wiedersehen, Backway. Jetzt war ich ein bisschen wehmütig, wo ich von dieser Lieblingsinsel hier weg bin. Aber ja, einmal ist alles Schöne zu Ende, aber man hat es ja hier drin. Und das Schöne, Mutter und Tochter haben alles gemeinsam erlebt. Reiseleiter Bernd huscht mit einem ungewöhnlichen Gefährt durch die Gänge von Deck 4. Ich habe mir jetzt den Rollstuhl aus der Krankenstation geholt. Ich habe mir in Sri Lanka einen riesigen Holzelefanten gekauft und der ist so schwer, dass ich den alleine nicht tragen kann. Und deshalb versuche ich das jetzt mit dem Rollstuhl hier irgendwie hinzukriegen. Bernd hat eine Vorliebe für große Souvenirs. Das hat er sich von Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis abgeschaut. Er fährt schon lange um die Welt. Deshalb möchte er auch ein Stück davon mit nach Hause bringen. Manchmal auch ein großes Stück.
Ja, ich habe eigentlich aufgehört, immer hier mal ein kleines Souvenir zu kaufen und da mal ein kleines Souvenir zu kaufen. Und ich kaufe eher weniger ein, aber dafür größere Sachen. Und ich habe schon jetzt ein paar Sachen gesammelt und ich habe zwar noch überhaupt gar keinen Platz, wo ich das hinstellen soll. Deshalb lagere ich das zwischendurch bei meiner Mutter im Wohnzimmer ein. Und die freut sich immer darüber und irgendwann würde ich mal vielleicht eine größere Wohnung haben und dann werde ich mich darüber freuen, denke ich, dass ich diese ganzen Souvenirs aus der ganzen Welt irgendwie gesammelt habe. Bloß ist natürlich anstrengend sowas. Ah. Fetten Arsch hat er. Sein Kumpel, Reiseleiter Danny, hatte leider keine Zeit, ihm zu helfen. Mit ihm teilt Bernd in Hamburg eine WG. Oh. Zack. Ha. Passt das? Passt. Ich verfluche ihn schon ein wenig, ne? Aber die schlimmste Strecke habe ich eigentlich noch, wenn ich zu Hause bin. Ich wohne im 5. Stock ohne Fahrstuhl. Aber nein, wenn er oder dann oben steht, freue ich mich einfach drüber, dass ich so ein Ding habe, weil ich weiß nicht, irgendwie mir gefallen diese großen Sachen und die hat auch nicht jeder zu Hause stehen. Und das hat seinen Grund. Den meisten Menschen ist ihre Bandscheibe wichtiger als ein Souvenir. Hoffentlich schafft es dieser Elefant ohne Rüsselbruch bis nach Hamburg. Cool, geschafft. Wow, warm. Die weiße Lady gleitet in der Dämmerung durch das Karibische Meer. In 9 Stunden wird sie Grenada erreichen. Die Passagiere genießen die Ruhe an Bord und nutzen noch einmal die Annehmlichkeiten des Kreuzfahrtschiffes. Aus den Erlebnissen der letzten Tage werden langsam Erinnerungen. Um 7 Uhr morgens erreicht das Schiff Grenada, die südlichste der Inseln über dem Wind. 2004 hat der Hurricane Ivan hier große Verwüstung angerichtet. Die Auswirkungen kann man bis jetzt noch erkennen. Die Kirche da oben, da kannst man sehen, ist eine neue Decke auf dem Tag. Und ja, da war wirklich schlimm hier. Also der Regenwald war komplett kollapsiert. So viele Schaden. Aber heute umspannt ein Regenbogen die Insel wie ein magischer Schutzschild und bietet ein Bild des Friedens und der Schönheit. Ein einheimischer Lotse ist an Bord gekommen und leitet den Kapitän sicher zur Pier in St. George's, an der die weiße Lady für die nächsten 6 Stunden festmachen wird. Sobald die Gangway ausgefahren ist, startet Reiseleiter Bernd zu einer Stadtbesichtigung. Reiseleiter untypisch, ohne Reisegruppe, ganz allein. Ja, macht mir schon sehr viel Spaß, mal auch mal alleine loszugehen, ohne Anhang, ohne Kollegen. Das finde ich sehr wichtig für mich, weil ich doch auch mal ganz gerne alleine unterwegs bin, ohne irgendwie auf andere Rücksicht zu nehmen. Und das ist, hat sich heute sehr gut angeboten. Und ja, ich habe jetzt gar keinen richtigen Plan irgendwie. Ich gehe einfach mal so ein bisschen durch die Straße, um auch so ein bisschen runterzukommen wieder von der Arbeit. Bernd hat kein Problem damit, alleine in eine fremde Stadt einzutauchen. Also man braucht schon ein bisschen Mut, denke ich mal, wenn man das so nicht kennt, die ganzen Kulturen und die ganzen anderen Länder. Nun ist es in meinem Fall, ich bin ja ständig unterwegs irgendwie und für mich ist es eigentlich ganz normal. Jetzt gehört schon so halbwegs mit zur Routine auch. Kira und Gordon, das Paar auf Hochzeitsreise, haben diese Routine zwar nicht, aber dafür ein klares Ziel. Wir wollen heute noch mal schauen, ob wir doch ein schönes Plätzchen für unser Schloss, für unser Liebesschloss finden. Und das bedeutet mir und der Kira besonders ja schon viel, dass es etwas Romantisches ist, wo wir es anbringen können. Und vielleicht werden wir heute fündig. Ein Reiseleiter hat ihnen einen Tipp gegeben. Aber um dahin zu kommen, brauchen sie einen fahrbaren Untersatz. Sie haben Glück und finden gleich ein Taxi mit einem netten Fahrer, der etwas Deutsch spricht. Bitte einsteigen. Und dann geht die Fahrt los. Es ist nicht sehr weit. In einem der Vororte der Hafenstadt, eingebettet in ein Tal, liegt der Annandale-Wasserfall. Auf Touristen ist man hier eingestellt. Grenada is the best country in the West Indies. Willkommen! Willkommen! Wunderbar! Waterfall! Thank you. God bless. Okay. Right. Kaum angekommen, hat Gordon schon eine Mona-Meerkatze an der Backe.
Normalerweise in Wäldern zu Hause, bringt sie hier auf Touristenschultern ihrem Besitzer ein paar extra Dollar ein. Nice guy. Yeah. Auf der Weißen Lady sind bei weitem noch nicht alle Passagiere von Bord. Die Reise geht morgen zu Ende und Hotelpraktikant Florian hat an der Rezeption viel zu tun. Auch Christine und Karin wollen etwas von ihm. Wir wollten noch unsere Reisebeurteilung abgeben. Ja, sehr gerne. Und dann noch eine Frage wegen der Pässe. Wann kriegen wir die denn wieder? Die bekommen Sie morgen. Sie bekommen noch eine genaue Information, wann und wo. Es wird wahrscheinlich in der Landeerhöhung sein, kann ich jetzt aber noch nicht fest genug sagen. Ach so, okay. Die Behörden müssen da noch mal rüber gucken, abstempeln und dann bekommen Sie das. Das ist ja das Wichtigste, ne? Das können wir ja das Land nicht verlassen. Eben. Aber das steht dann noch mal da, ja. Die Information kriegen wir. Wenn nicht, bleiben wir einfach da. Genau. Okay. Tschüss. Tschüss. Dagegen hätten die meisten Gäste an Bord nichts einzuwenden. Einfach noch ein paar Tage dranhängen. Reisefieber verspüre ich noch gar nicht, weil irgendwie noch so viel im Hinterkopf ist, was man noch alles machen muss. So packen haben wir zwar schon so ein bisschen, aber so die wichtigsten Sachen fehlen dann noch. Und außerdem ist ja heute Abend noch schönes Abschiedsessen, Abschiedscocktail mit dem Captain. Und ja, da freuen wir uns jetzt erstmal drauf. Die Herstellung von Rum hat auf Grenada eine lange Tradition. Und für Bernd gibt es schon lange die Tradition, keinen Alkohol zu trinken. Aber der Verkäufer ist sehr überzeugend. Probier jetzt mal. Eigentlich wollte Bernd ein Hawaii-Hemd kaufen. Ja, also riechen tut's wie nach Medizin. Okay, schmeckt auch nach Medizin. Oh ja, yeah. Ja, thank you. Them don't drink? Ja, I taste. Oh. And this one? What is this? Passion fruit. Passion fruit. Ich trinke eigentlich gar keinen Alkohol und jetzt muss mal, bin ich hier mitten in der Weinprobe gelandet. Und Gott, er bringt schon den dritten Wein jetzt. Oh nein. Und den werden wir jetzt auch probieren, jetzt, wenn wir schon mal hier bin. Der Verkäufer bleibt hartnäckig. Bernd kommt um ein weiteres Glas nicht rum. Nach dem dritten Glas schmeckt das eigentlich schon ganz gut. Okay, I take two bottles. Kira und Gordon sind auf dem Weg zum Wasserfall. Ihr Führer zeigt ihnen, was man mit manchen Pflanzen machen kann. Oh, tätowiert. Am Wasserfall angekommen, beobachten sie einheimische Jungs, die Felsen hochklettern. Was machen die Jungs da? So, die Jungs haben die Jumping von oben bis hier unten. Das sind ungefähr 20 oder 50 Feet hoch mit 25 Fuß Wasser. Ja, oh. Die springen so wie verrückt. Wobei es weniger verrückt als ziemlich mutig ist. Sauhoch. Vor allem, du weißt ja auch nicht, was da unten ist. Die Jungs wissen das natürlich schon. Sie machen das ja nicht zum ersten Mal. Oh mein Gott, ey. Und die Jungs haben Erfahrung gesammelt, was Touristen gerne fotografieren. Und dafür manchmal auch ein paar Dollar springen lassen. Wow. Ja. Great. Nice. Great. Thank you. Wow. You're welcome. Während die Gäste Grenada entdecken, geht in der Bordküche der Alltag weiter. Die Küchencrew bereitet Salatteller vor. Lisa schmiert im großen Stil Sandwiches. Und Pastry-Chefin Roberta verziert unzählige Teller mit ihrem hauchdünnen, eleganten Schoko-Autogramm. Das ist so, das hier mit dem Schokolade, das ist wie unterschreiben ist es. So, damit es mal ein bisschen anders aussieht als jeden Tag. Also nochmal Früchte oder Soße. Sieht doch gleich ganz anders aus, wenn man so ein bisschen Schokoladendekoration macht. Und das 690 Mal. Kira und Gordon haben das Gefühl, hier ist der richtige Platz für ihr Schloss. Guck mal, vielleicht könnten wir da unten unser Schloss festmachen. Wollen wir mal gucken gehen? Das sieht ein bisschen schmaler aus. Wäre doch hier ein netter Ort. Dann können wir den Schlüssel reinschmeißen und der fließt vielleicht ins Meer.
oder? Ja. Komm, wir gehen mal gucken. Ja. Sie suchen schon länger nach einem geeigneten Ort. Auf Barbados waren sie schon nahe dran, aber der Romantikfaktor war nicht hoch genug. Es sollte eine noch romantischere Umgebung sein. Und die ist hier kaum zu toppen. Ja. Ein Schlüssel abholen. Außen oder in der Mitte? In der Mitte. In der Mitte? Hier oder hier rein? Reicht du? Okay. Eins, zwei, drei. Für diesen Moment ist das Liebesschloss gut 7500 Kilometer aus Niederrissigheim angereist. Per sempre, für immer. Genauso lang soll ihre Liebe halten. Also ich freue mich jetzt total, dass wir den perfekten Ort für unser Schloss gefunden haben, dass wir hier einen romantischen Ort haben, wo wir uns gerne dran zurückerinnern und einfach das auch so ein bisschen mit nach Hause nehmen können. Christine und Karin sind nun auch bereit für ihren letzten Ausflug auf dieser Reise. Dafür müssen sie nicht weit gehen. Direkt neben der weißen Lady wartet Kiona vor dem Ausflugsboot. Diese Tour gilt als Muss unter alkoholaffinen Grenada-Touristen. Und neben der Aussicht auf die Insel gibt es Rumpunsch. Auf den letzten Ausflug. Ja. Schön, dass wir noch nette Menschen kennengelernt haben. Ne? Der Punsch und die Musik tragen dazu bei, dass die Aussicht bald nicht mehr ganz so wichtig ist. Aber schön mit Musik so, ne? Ja. Also das ist sowieso was, was mir an der Karibik total gut gefallen hat. Überall, wo du gehst und stehst, ist Musik. Ja. Das ist so schön. Im Reiseleiterbüro auf dem Schiff ist Elke von Punsch und Party weit weg. An Tagen wie diesen muss sie besonders viel Papierkram erledigen. Da wird ihr Job dann ein Bürojob, wie jeder andere auch. Die ersten Tage einer Reise sind immer sehr stressig und die letzten Tage einer Reise sind sehr stressig. Im Moment fällt das nicht ganz so sehr auf, finde ich, weil wir lange Reisen haben. Da hat man dann zwischendurch oder zwischenzeitlich immer ein bisschen mehr Spielraum oder Zeit mal. Aber am Ende der Reise ja schon sehr viel Stress. Aber da ist noch ein starkes Gefühl. Ich finde diesen Stress, den ich zurzeit habe, eigentlich ganz positiv, weil er mich davon ablenkt, darüber nachzudenken, wie lange es noch dauert, bis mein Mann endlich wieder da sein wird. Und dadurch, dass ich jetzt relativ viel zu tun habe, denke ich ja nicht ständig drüber nach und zähle die Stunden, die ich ja trotzdem zähle. Und ja, also ich finde es schön. Ich freue mich total, dass er kommt und bin glücklich. Mit drei Gläschen Rum im Blut und zwei Flaschen in der Tasche setzt Bernd seine Stadtbesichtigung fort. Das ist aber schön hier. Er genießt die Ruhe, die Aussicht und das Alleinsein. Wir sind ja immer mit den Gästen unterwegs und so ein ruhiger Ort, mal so eine halbe Stunde, ist dann immer ganz schön dann halt. Man steht 24 Stunden bei den Gästen immer unter Beobachtung, also man muss sich immer benehmen. Man darf da nie aus der Reihe fallen und man ist auch so ein bisschen Vorbildfunktion, finde ich immer. Und es ist immer, man kann sich eigentlich nicht so verhalten, wie man es eigentlich gerne will. Wer an seinem Arbeitsplatz wohnt, ist 24 Stunden am Tag unter Dauerbeobachtung. Heute ist ein ganz besonderer Anlass auch noch, weil ich werde morgen das Schiff verlassen. Und das ist so ein richtig schöner, ruhiger Abschluss für mich nochmal. Die Saison ist für mich vorbei. Und ab morgen geht's nach Hause und da freue ich mich total drauf. Und so ein bisschen runterkommen auch vom Schiffsleben auch schon. Und so ein bisschen in die normale Welt wieder zurücktauchen. Kira und Gordon, das romantische, frisch gebackene Ehepaar aus Niederrissigheim bei Hanau, sind mit völlig unromantischen Dingen beschäftigt. Aber sie sind erleichtert, dass ihr persönliches Schloss einen guten Platz gefunden hat. Wie hat dir der Urlaub gefallen? Was fandst du am besten? Am besten fand ich erstmal über zwei Wochen lang von vorne bis hinten bedient zu werden. Das geht schon mal los, ja? Schön immer mittags gekocht, 1, 2, 3, 4 Gänge, ja, an den Tisch gebracht. Das glaube ich, dass dir das gefällt. Wie kriegen wir meinen wohl genialstes Mitbringsel von dieser Reise nach Hause. Solltest du dir mal was überlegen, ne? Ich setze es auf. Vielleicht kriegen wir dann ein bisschen mehr Platz im Flieger. Meinst du, machen oben auf?
Ich dachte, das ist meine Religion, ich muss das auflösen. Nein, das bin zu groß. Die beiden sind überzeugte Karnevalisten. Und damit ist das Geschenk aus Brasilien eines der wichtigsten Andenken. Es ist eine super Erinnerung an diese Hochzeitsreise. Ich glaube, keiner hat so ein cooles Souvenir bekommen wie ich. Und ich möchte es ja zu Hause gleich am Fasching dann auch tragen. Und deshalb muss es unbedingt heil ankommen. Und das Blasrohr aus dem Urwald Brasiliens natürlich auch. Ja. Nach 3 Wochen Kreuzfahrt gibt es viele Erinnerungen und eine Menge schmutziger Wäsche. Für die einen ist es Ballermann auf Karibisch. Für die anderen ein tolles Erlebnis. Der Rumpunsch zeigt immer mehr seine Wirkung. Ich bin auch total überrascht, wie die Leute hier abgehen. Das ist der Wahnsinn, das ist richtig schön. Ja, ja, also wie alle hier abgehen, das werden finde ich auch die Eltern, das finde ich ganz toll. Christine zeigt beim Limbo, dass sie noch keine Koordinationsschwierigkeiten hat. Ihre Mama hatte erst vor kurzem eine Knie-OP und kommt dafür erstaunlich gut unter die Stange. Aber irgendwann ist auch die beste Party rum und das Ausflugsboot steuert Richtung Hafen. Ich hab den Rumpunsch gewonnen beim Limbo-Wettbewerb. Ja. Ja, merkt man. Ja, meine Rumrenner gehört zum Karibien-Kreuzfahrt und ich glaube, die haben eine gute Stimmung da an Bord gehabt. Und naja, die Deutsche kennt sich ja sicher aus mit Frühschoppen. Und das ist ein bisschen karibische Frühschoppen. Erstaunlich trittsicher kommen die letzten Passagiere an Bord. 10 Minuten noch und dann ist Abfahrt. Letzte traumhafte karibische Insel. Ich habe gehört, ein paar Gäste haben gesagt, warum bleibt man nicht hier ein bisschen länger? Aber leider ist die Zeit vorbei. Wir haben ein bisschen hohe Geschwindigkeit zum La Guaira. Und da muss man pünktlich da morgen wegen Ausschiffung und neue Gäste kommen zum Bord. Aber noch sind die alten Gäste an Bord. Und für viele kommt jetzt der Moment, wo ihnen wirklich bewusst wird, dass die Reise morgen vorbei ist. Auch die beiden Schlossbesitzer Kira und Gordon stehen an der Reling und wollen den schönen Ausblick für immer festhalten. Mann, Gordi, das letzte Mal auslaufen. Ja, genieß es noch mal. Dann geht's heim. Wer weiß, wann wir wieder auslaufen können. Aber schön war's, ne? Das war sehr schön, auf jeden Fall. Wir nehmen jetzt, glaube ich, von unserer Hochzeitsreise einfach nur wunderschöne Eindrücke mit. Wir haben viel erlebt. Wir haben unser Schloss angebracht. Ja. Du hast Fußball gespielt. Fußball gespielt, mitten im Dschungel. Also wir haben echt viel erlebt. Wir haben viel Spaß gehabt, aber wir freuen uns trotzdem jetzt, dass wir nach Hause kommen zu unseren Lieben. Die jetzt wieder die Arme schließen werden, sich um uns kümmern werden. Genauso wie die kleine Familie sich hier um uns gekümmert hat. Genau. Und diese kleine Schiffsfamilie kümmert sich jetzt um das Ablegemanöver. Letzte Gelegenheit für die Passagiere, um noch einmal tief Luft zu holen und karibisches Flair einzuatmen. Grenada Ade, auf nach La Guaira in Venezuela. Reiseleiter leben genau entgegengesetzt wie die Passagiere. Sie arbeiten auf dem Schiff und zu Hause machen sie Urlaub. Bernd hat jetzt 5 Wochen frei. Endlich nach Hause. Es geht langsam los, es wird ernst. Also noch ein paar Stunden. Ich habe noch eine Nacht vor mir und dann geht's morgen früh gleich direkt zum Flughafen. Ich freue mich schon total auf diese Kleinigkeiten, die für uns halt zu Hause selbstverständlich sind. Einfach mal in den Supermarkt gehen, da durch die Regale streifen und einkaufen mit den Tüten nach Hause in den 5. Stock. Das kenne ich ja alles hier gar nicht, ne? Und mal einfach mal den Briefkasten leeren und gucken, ob Post da ist und solche Sachen halt. Und nicht zu vergessen, einen 40 Kilo schweren Holzelefanten in den 5. Stock wuchten. Auf der Fahrt nach La Guaira erscheint plötzlich ein kleines Boot am Horizont.
Es hat gerade eine Leuchtrakete abgeschossen. Der Funkspruch war schwer zu verstehen, auf Spanisch, aber mit sehr starkem Dialekt. Kapitän Hansen informiert den Kreuzfahrtdirektor. Hey Thomas, du, ich bin auf der Brücke. Wir haben eine Fischkutter in Not hier. Und ich habe die Notrakete rausgeschossen. So, ich muss langsam hochgehen und schauen, was es ist. Ja, okay. Fieberhaft beginnt die Suche nach jemandem von der Crew, der Spanisch spricht. Sie endet im Maschinenraum. Kadett Alexis kommt aus Panama und soll auf der Brücke dolmetschen. Er nimmt mit dem Fischkutter Kontakt auf. Das Fischerboot braucht dringend Hilfe. Kapitän Hansen lässt ausrichten, dass sie die Behörden an Land verständigen werden. Meine Damen und Herren, wir bitten kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Direkt auf unserer Backbordseite sehen Sie ein Fischerboot. Er hat uns via Funk um Hilfe gebeten, gleichzeitig die Notraketen gezündet. Dies bedeutet auch, dass man als Schiff dann zur Hilfe eilen muss. Die Rettung von Menschen, die in Seenot geraten, ist wichtiger als das Einhalten von Schiffsfahrplänen. Der Kapitän versucht herauszufinden, wie man am besten helfen kann. Wir haben mehr als Glück gehabt, dass wir vorbeigekommen sind, dass wir die Leuchtrakete gesehen haben, den Funkspruch abgefangen haben. Und sie haben noch mehr Glück, dass wirklich kein Seegang ist. Denn hätten wir hier raue See, so ein Fischerboot, so ein kleines, antriebslos, wäre nicht schön. Auch die Passagiere bangen mit dem Fischerboot, das hilflos in den Wellen schaukelt. Naja. Oder Maschinenschaden oder so. Ich denke mir auch, dass der Motor kaputt ist. Ja, also ich mache mir da schon Sorgen, haben das vorhin gehört. Und da hat schon das Herz geklopft. Und man fühlt mit den Leuten, die da draußen jetzt sind und auf Hilfe warten mit. Und das ist schon ein bisschen aufregend. Strom geht wohl noch. Es wird halt dunkel für das kleine Boot und es wackelt ziemlich das Meer. Langsam die Seestärke nimmt zu. Mal gucken, wie es weitergeht jetzt hier. Ja? Wir wissen, was bei ihm kaputt ist. Es ist die Kurbelwelle. Sowas ist auch von uns nicht auf hoher See reparabel. Also er braucht sicherlich ein Schiff, was ihn schleppen kann. Nur dafür sind wir zu groß. Also das schaffen wir nicht. Und er ist zu schwer, dass wir ihn an Bord heben. Also hier müssen wir von außen Hilfe dazu bekommen. Die Hafenbehörde in La Guaira ist informiert. Die Crew wartet auf Rückmeldung. Auch der zweite Kreuzfahrtdirektor Joe Limberger wird morgen das Schiff verlassen und seinen Urlaub antreten. Er möchte sich gern von der Brückencrew mit einem Kuchen verabschieden. Und er weiß schon, wer ihn backen könnte. Hallo Roberta. Abend. Wunderschönen Abend. Hey. Roberta, ich verlasse morgen leider das Schiff und würde mich im Zuge dessen auch gerne beim Captain bei der Brücke bedanken. Und da dachte ich mir, es wäre doch schön, so einen kleinen Kuchen. Weißt du, nichts, das sollte nichts Hochtrabendes werden, nicht eine Hochzeitstorte mit zwei Stöcken, sondern... Wie wär's mit dem Käsekuchen? Durch einen Käsekuchen zu zaubern, wäre ich dir mehr als dankbar. Ja. Magst du das? Super. So groß? So groß wird so, ganz normal, ganz normal. So, ja, weil dann würde ich den auf der Brücke dann den Offizieren geben, mich bedanken für alles, ja, was passiert ist und für alles, was sie hier gerade gebogen haben, von der Sandbank bis über, ja, Fischerboote und so. Super. Ja. Danke, Roberta. Ja. Schönen Abend noch. Danke, ja. Ciao. Auf der Brücke ist die Lage immer noch angespannt. Die Crew versucht, dem Fischerboot zu helfen. Sie könnten den Fischer natürlich an Bord holen, aber der Mann will sein Boot nicht aufgeben. Mit seinem Funkgerät kommt er gar nicht bis zur Küste. Also wir können für ihn Mittler sein und Hilfe geben. Ich glaube, der Moment, wo die Hilfe auftaucht, dann fällt ihm jeder Stein vom Herzen. Da kriege ich auch Gänsehaut, wenn ich das jetzt erzähle. Es ist einfach so. Ich meine, der Mann, der da drauf sitzt, vielleicht hat er seine Familie dabei, ich weiß nicht, wer noch drauf ist. Der wäre ohne unsere Hilfe, wüsste er einfach nicht, was er machen sollte. Jetzt wird es auch noch dunkel für ihn. Die Hafenbehörden in La Guaira erklären sich bereit, das Fischerboot abzuschleppen. Damit ist die weiße Lady aus der Verantwortung entlassen und kann mit Verspätung ihre Fahrt wieder aufnehmen. Die haben Beleuchtung, so Generator läuft, keine ist verletzt an Bord und wir haben diese Notfall weitergeleitet zum der Rettungszentrale in La Guaira mit Position und dann schickst die La Guaira
Vom wahrscheinlich Margarita ist nur Fitzisheimen weg. Eine Kütte raus und dann gibt's den Assistance, was die brauchst. Jetzt, wo die Crew das Boot in guten Händen weiß, muss sie nur noch eines tun: sich schnell umziehen. Denn gleich beginnt die traditionelle Abschiedsparty am Ende einer Reise. Alles ist festlich, alle Menschen sind schick angezogen. Und manche sind ein bisschen aufgeregt, denn es ist eine Überraschung für den Kapitän geplant. Ja, wir wollen unserem Kapitän eigentlich mal ein Lächeln auf dem Gesicht zaubern und wir wollen ihn vor allem mal aus seinem Konzept rausbringen. Mal gucken, ob es mit diesem Abschied gelingt. Wir haben eine Kleinigkeit vorbereitet, wird für alle eine Überraschung und für uns auch, weil wir noch gar nicht wissen, wie es ankommt bei ihm. Nach und nach treffen die Passagiere ein, alle noch ein bisschen betroffen von dem Zwischenfall mit dem Fischerboot. Aber auch mit dem festen Vorsatz, heute Abend noch einmal richtig zu feiern. Am Anfang gibt es einen Aufmarsch der Crew, wie am ersten Tag an Bord, als alle vorgestellt wurden. Eine wunderschöne guten Abend, meine liebe Gäste. Hier spricht der Kapitän von der Atlantic Lounge. Unser zweiter Teilabschnitt auf diese große Herbstreise 2011 ist fast zu einem Ende gekommen und alles ist in Ordnung und die Albatros fahren weiter ohne Probleme. Hey, danke. Wir wollten wirklich nur zum Ausdruck bringen, dass wir wirklich wie ein Mann hinter ihm gestanden haben. Euch bringt's mir komplett aus Konzept hier. Ja, meine liebe Gäste, ich sag's immer in Norwegisch: Skål! Und Skoll steht in diesem Fall auch für: es war eine lange, aufregende Reise mit vielen Abenteuern. Und die geht morgen zu Ende. Morten Hansen ist froh. Er konnte die verlorene Zeit wieder einholen. Pünktlich morgens um 9 Uhr läuft die Weiße Lady in La Guaira ein. Tief im Amazonas, im brasilianischen Manaus, ist diese Reise gestartet. Und hier in Venezuela geht sie nun für viele Passagiere und einige Besatzungsmitglieder zu Ende. Wir haben ungefähr 7 Meter unter dem Kiel. Und dann merkt sie, unsere Weiße Lady arbeitet ein bisschen mehr. Sie muss ein bisschen mehr Kraft auf die Maschine, dass sie hören auf meine Kommando. Auch Reiseleiter Bernd hat sich neben der Nock eingefunden. Er ist froh. Das Schiff ist pünktlich. Er wird seinen Flug nach Hause nicht verpassen. Das ist jetzt mein letztes Einlaufen hier in Caracas. Und das gucke ich mir immer hier von der Brücke an. Und ja, ich kann es kaum abwarten, dass die Gangway runtergeht und der Bernd nach Hause kann. Und der Joe hat noch eine süße Überraschung zum Abschied. Roberta sei Dank. Danke. Danke für alles, Captain. Ich habe mir gedacht, mal was anderes. Kuchen zum Frühstück. Schöne Zeit, wirklich. Danke für alles. Ja, wir haben viel mitgemacht. Im Sommer über Grönland und jetzt über Amazonas und Atlantik und hat alles super funktioniert. Ja. Fahr gerne mit dir, macht immer Spaß. Bist du ein kluger Mann, bist der Wahlösterreicher. Und das ist aus dem Mund des Vollösterreichers Joe das größte Lob. Auch der andere Kreuzfahrtdirektor, Thomas Gleis, kommt zum Verabschieden auf die Brücke. Aber trotzdem, irgendwo bleibt man dann in Kontakt, ne? Irgendwo eine SMS kommt schon oder eine E-Mail. Genau, ja, bleib weg. Ja, schalt dein Handy aus. Schalt dein Handy aus, lieg in der Hängematte. Von der Hängematte wird hier oft geträumt. Aber die meisten freuen sich schon auf ihr eigenes Bett. Das Schiff hat angelegt, das Gepäck wird ausgeladen und die Passagiere gehen von Bord. 387 Mal auf Wiedersehen und eine schöne Heimreise. All die Souvenirs und Erinnerungen, gut verpackt und tief empfunden, verlassen das Schiff über die Gangway. Ich bin voll im Reisefieber. Mach's gut. Ja, danke dir. Bis nächste Mal wieder. Ah, nee, ja? Ja, genau. Bis dann, ne? Ciao, ciao. Tschüss.
Wiederschauen, schöne Heimreise. Bis zum Flughafen sind Bernd und Joe noch für die Gäste im Einsatz. Dann können sie endlich ihre Uniform ausziehen und in Zivil ihren Urlaub beginnen. Trennungsschmerz, Heimweh, Wiedersehensfreude. Der Hafen kennt all diese Gefühle. Was vor kurzem noch eine Gemeinschaft war, teilt und verstreut sich in alle Winde. Und das Schiff ist für einen Moment nur ein schwimmendes, leeres Gefäß aus Stahl. Ohne Aufgabe. Still. Aber nicht lange. In der nächsten Folge. Hotelpraktikant Florian begibt sich in La Guaira in Gefahr. Das Armeeaufgebot stellenweise ist erschreckend. Und auch die neue Küchenpraktikantin Gesa fühlt sich unsicher. Ich bin hier überfragt, gerade weil es so riesig ist. Kapitän Hansen bekommt eine Co-Pilotin. Schatz, ich frage mich nicht, wie du das Schiff rausbringst. Ich kann dir sagen, wie es beim Auto auspacken sollst, aber beim Schiff nicht. Und die weiße Lady erwartet neue Passagiere. So weit weg von zu Hause waren wir beide auch noch nie. Auch alte Bekannte sind unter den Gästen. Jetzt hüpft das Herz und jetzt bin ich wieder ein kompletter Mensch.